So, guten Tag, Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Legend of Grimrock. Hier geht es jetzt los. Tja, wir sind jetzt hier angekommen. Sind jetzt immer noch in unserem Käfig natürlich eingesperrt. Und, kann man das irgendwie aufmachen? Ah ja, okay, wir haben den Stab. Stock. Wunderbar. Okay. Oh, da sind schon Monster. Hört ihr die? Achso, mit Q, genau, so kann man sich rumdrehen. Ich habe gerade mit anderen mit meiner Maus so ein bisschen mich rumgedreht. Ja, Legend of Grimrock 1 hat ja am Berg angefangen. Legend of Grimrock 2 fängt jetzt ja halt hier auf der Insel an. Und es geht natürlich auch wieder darum, wieder Items zu sammeln, sich umzugucken. Was findet man hier? Findet man jetzt gar nichts mehr. Es ist ein bisschen ungewöhnlicher auf in Legend of Grimrock 2. Okay, ich brauche anscheinend noch einen zweiten Ast. Haben wir die kleine Spinne hier? Ist das meine? Kann ich die mitnehmen? Ne, anscheinend nicht, okay. Man kann die Gräser hier kaputt machen. Dauert natürlich ein bisschen länger, wenn man nur eine Waffe hat. Und jetzt müssen wir auch wieder schön nach Schaltern suchen. Ihr kennt es ja aus Legend of Grimrock 1, wenn ihr es geschaut habt. Da muss man natürlich ordentlich was suchen. Da haben wir zum Beispiel jetzt einen Stein gefunden. Das heißt also, wir können jetzt. Ah, ne, gehen wir eben um Stein. Kommen wir jetzt also von einer weiteren. Zack, hier kommt von hinten, kann man werfen. Oder wir nehmen das Ding wieder auf und so weiter. Und ja, ihr kennt es ja. Und wenn nicht, dann kennt ihr es jetzt. Ich weiß aber nicht so genau, wo hier die Schalter direkt aussehen. Aber ich glaube, am Anfang gibt es noch nicht wirklich Schalter. Ist erstmal so ein bisschen das Kennenlernen. Da ist ein. Was haben wir da? Hornfruit, okay. Noch was zum Essen? Okay, da oben ist nichts. Und hier auch wieder anscheinend nichts. Wir können ein bisschen rumgucken, wo hier Schalter sein können. Die meisten sind aber sehr, sehr auffällig, was die Schalter. Was die, zumindest am Anfang ist es ein bisschen auffälliger. Die Schalter. Und hier gibt es sicherlich auch irgendwo was. Gerade so ein bisschen im Wasser ist ein bisschen wahrscheinlicher die Chance, dass hier irgendwas rumliegt. Müssen wir schön auf dem Boden suchen. Stein oder so, natürlich sehr wichtig, gerade wenn wir unsere Charaktere haben, die werfen können. Haben wir Charaktere, die werfen können? Nein, das sind alles Magier gewesen. Genau, Willens Power, das sind zwei Magier. Hier ist übrigens das Zaubermenü. Ihr werdet später oder wird man später sehen. Hier kann man zum Beispiel jetzt ist es, glaube ich, neu, dass man nicht mehr die einzelnen anklicken muss, sondern dass die wirklich man ziehen muss, um bestimmte Sprüche zu casten. Ja, Fizzle hat den Sprung natürlich noch nicht erlernt. Also kriegt er da auch noch nichts hin. Das haben wir hier unten. Ich glaube, im Wasser ist nichts mehr. Okay, dann halten wir uns hier nicht weiter im Wasser auf, sondern gehen einfach weiter. So, hier haben wir auch wieder ein. Okay, das ist ein Item zum Anziehen. Nehmen wir natürlich immer ihm hier mit. Oh, zack. Und hier, bam, kaputt. Aber hier ist auch nichts. Kein Schalter. Nix Schalter. Nix Schalter. Ja, ich werde. Irgendwo gibt es hier eine Option. Ich werde ab und zu mal öfters speichern. Aus dem Grund, dass zumindest gerne mal mein PC crasht und ich deshalb so ein bisschen safer sein möchte. Wo gibt es eigentlich ein Autosave? Hier haben wir Key Config. Wo gab es hier wieder ein Dings zum Autosave? Da Quicksave F5. Okay, das Speichern dauert hier mal ein bisschen länger. Ich hoffe mal nicht, dass es das irgendwas mit der Aufnahme dann später zu tun hat. Was irgendwas asynchron wird, das wäre ein bisschen schlecht. Aber werden wir dann sehen. So, haben wir was haben wir hier? Ich kann die Käfer auch nicht kaputt machen, ne? Nix. Kann ich damit machen. Ja, wir können entweder hinten langlaufen. Müssen wir uns halt durch das Ding durchboxen. Oh, kann man da nicht langlaufen? Okay. Da muss er doch da hinten langlaufen. Okay, durchs Wasser. Und ich muss mich ein bisschen mehr angewöhnen, nicht mit meiner Maus hier zu wechseln die Sicht, sondern wirklich mit Q genau, Q und E kann man so wechseln die Sicht. Habe ich eigentlich einen Alchemisten jetzt mit? Scheiße, habe ich nicht, oder? Einen Alchemisten. Das ist übrigens nur der erste Gegner. Ja, ihr kennt so das Kämpfen ja vielleicht, wenn ihr es gesehen habt, auf Legend of Grimrock 1. Also, ich weiß auch nicht, inwiefern die von der Hitbox her sind, die Gegner hier. Weil einige können dich ja wirklich angreifen, wenn sie sich gerade umdrehen. Alter, die sind die zäh, die Monster hier. Ja, zum Beispiel, ja, konnte er jetzt gerade angreifen. So, dann haben wir übrigens zwei Turtle Steaks. Die uns so ein bisschen Hunger
Hier, Food, seht ihr schon, wie krass die Foodbar sich senkt, weil sie halt wirklich viel machen. Okay, generell sind die alle hungrig, das ist interessant. Habe ich eigentlich ein Alchemist eigentlich jetzt nicht dabei gehabt, ne? Zum Tränkebrauen, das war schlecht. Zwei Magier. Ach, der kann Tränke brauen. Der dodgt auch noch dazu, aber der kann auch Tränke brauen. Das ist okay. Dann soll er noch mal ein paar Tränke brauen, so zwischendurch. Ja, leider habe ich dem Alchemie nicht zugegeben. Ah ja, genau, das ist übrigens Tab. Wenn man die Karte aufmacht, ich wollte ganz kurz gucken, welches Skill war denn das? Ne, nicht Alchemie, wo war. Hier, die Rasse war das, glaube ich, gewesen, ne? Wo war denn das? Dass sie sich automatisch vervielfachen, die Dinger. Gute Frage. Keine Ahnung mehr. Ist aber auch egal. Ja, Tab, wenn man hier Tab drückt, dann sieht man natürlich die Karte. Hier hinten haben wir angefangen. Hier hinten geht's also. Dann geht's da hoch, haben wir alles abgesucht, abgesucht, abgesucht. Im Wasser geht's natürlich nicht weiter. Und jetzt hätte man diesen Oldschool-Mode, dann. Ja, dann müsste man halt die Karten selber anfertigen. Das. Mir ein bisschen zu doof. So, hier haben wir auch noch was. Und je nachdem, wie viele Aktionen die machen, desto mehr Hunger kriegen die natürlich auch, glaube ich, dann später. Aber noch ist ganz okay. So, ja, mal den ersten Schalter, den wir gedrückt haben, und dann schön die nächste Schildkröte. Das finde ich so gut, dass es extrem lange braucht mit dem Speichern. Das ist nicht so super, finde ich. Hier haben wir übrigens ein Ei. Ein Turtle Egg. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon Magie haben. Das ist eine gute Frage. Ah ja, haben wir, Tatsache. Und der hat, was hat der? Ich glaube, die Magie? Ne, hat er nicht. Boah, ja, Magie ist ziemlich krass, muss ich sagen. So, hier kommt der Kampf. Das ist mir jetzt muss man ganz kurz bei dem. Ich glaube, das war Luft gewesen. Hat er einen Zauber gemacht? Jetzt hat er nicht gefizzelt, sondern wirklich einen Zauber gemacht, anscheinend. Aber was für ein Zauber? Das ist eine gute Frage. Haben wir irgendwo Skills? Irgendwo kann man das sehen, was für Zauber der schon hat. Ne, hier oben nicht. Das ist die. Hier oben sieht er theoretisch, könnte man rasten. Ich glaube, R war, glaube ich, der Shortcut für Rasten. Dann hier das Buch, das Logbuch, also unser Tab-Menü. Aber irgendwo gab es noch die Möglichkeit. Ah, da kommt schon der nächste. Guck mal an hier. Komm her. Oh, ganz schön gekrittet. Ne, macht nichts. Wobei ich versuche weniger Zauber zu benutzen, weil wirklich das Mana oder die Energie ein bisschen wertvoller ist. So, haben wir wieder ein Kräuterchen. Muss ich jetzt später noch gucken, wem ich was genau geben werde. Gut, dann kann ich also doch nicht so oft speichern haben. Oh, da haben wir einen Dartpfeile. Sehr schön. Ne, der hat ja. Ja, Fizzle heißt also, hat keinen Sinn. Funktioniert nicht. Aber bei dem allerdings war es kein Fizzle gewesen. Bisschen rumprobieren, während wir rumlaufen. Oh Mann. So, da haben wir noch was. Sandalen. Gehen wir ihm mal. Ah, das ist die Giftwolke. Sollte man selber nicht reinlaufen? Schädlich für uns. Finde ich zwar auch nicht so cool, aber so ist das halt. Und damit müssen wir leben. So, ja, mal noch ein Turtle Egg. Kriegt er. Oh, noch ein Stein. Ist ja schön. Da haben wir noch ein schönes Steinchen. Den gehen wir eben mal wieder. Bei er eigentlich der. Dann ist schon wieder was hinter dem Mauerstück hier. Wuselt schon wieder jemand rum. Okay, jetzt glaube ich nichts. Okay, gehen wir ganz kurz noch zu dem Secret da hinten hinter. Hier hinten. Was hier war. Ein Schlüssel. Ah, okay. Das ist sowieso der Schlüssel, den wir brauchen dafür. Für das Tor da hinten. Das können wir ab und zu noch so ein bisschen nach den Schaltern gucken, aber ich glaube, hier sind am Anfang nicht wirklich welche. Also, das war schon ein sehr spannendes Spiel. Ich habe es sehr gerne angeschaut und natürlich spiele ich es auch jetzt selber sehr gerne. Oh, zack, Iron Key. Food hat, ihr seht ja schon die Erfahrung hier, 180 von 1000, also jeder levelt fast gleich, außer er hat natürlich 10% von 180 sind natürlich 18, das heißt 198 Erfahrung hat er jetzt bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, Hint, press Tab Key to access the map. Ja, kennen wir natürlich mittlerweile schon. Und das ist unser erstes Rätsel, glaube ich, da hinten. Wenn man das als Rätsel bezeichnen kann. Oh, da haben wir. Oh, okay. Tethered Shirt. Ihm so ein bisschen mehr Protection geben.
Oder wieder hell in den Stein. Ja. Erstes Rätsel, man darf nicht auf den ersten Block rauf, aber das kann ich noch von Legend of Grimrock. Also, da kann man einige Rätsel. Die wurden so ein bisschen übernommen. Und da, Gott, oh Gott. Was haben wir hier? Ein Brief. Lieber Besucher, willkommen auf meiner Insel. Ich hoffe, deine Reise war nicht zu schädigend für deine Gesundheit eventuell. Ich denke, du wirst diese Insel als eine der wundervollsten empfinden. Irgendwie sowas. Ich habe nicht viel Hoffnung über dein Überleben. Aber eventuell kannst du mich vom Gegenteil überzeugen. Ja, wir sollen ausrüsten, bevor die Nacht anfängt. Und ja, gezeichnet der Inselmeister. Das ist also unser Meister, sozusagen, zumindest der Inselmeister. Eine Xaffi-Robe. Protection plus 2. Speichern wir mal wieder. Gefällt mir nicht ganz so richtig, muss ich sagen. Dieses Autosave, das ist immer, dauert aber ein bisschen länger. Und jetzt ist hier Safe. Hier ist der Quick-Save. Aber gut. Ich hoffe, das geht alles so in Ordnung. Gehen wir erstmal hinten lang. Naja, das sind zwei. Und das, glaube ich, schon das nächste Rätsel. Da war dann mit der irgendeine Plattform. Okay, gehen wir erstmal zum Heilkristall. Um euch zu zeigen, ey, das ist der Heilkristall. So, keine Secrets. Sehr spaßig. Kein Schalter. Keine Schalter. Was haben wir hier? Ah, Wurfmesser. Schön, schön. Hallöchen. Okay. Wir sollen dieser Statue etwas geben. Passt auch nicht in die Hand. Hier, vielleicht das oder... Passt auch nicht rein. Irgendwas möchte er haben. Irgendwas möchte er in die Hand gelegt bekommen. Ah, ich habe kaum was. Hier haben wir vielleicht ein Throwing Knife oder ein Dart. Okay, gar nichts. Okay. Können wir jetzt natürlich hier bei unserer Map noch eine Information reinpacken. Statue. Gegenstand in Statues Hand legen. So, und dann haben wir natürlich auf der Map immer die Information. Da haben wir also eine Information, können wir der Statue einen Gegenstand in die Hand legen, weil sie möchte noch einen Gegenstand haben. Muss man so ein bisschen selber entscheiden, was man reinschreibt, aber hier scheint nichts zu sein. Nothing. Überhaupt nichts, echt nicht. Ist ja traurig. Okay. Werden wir mit der Zeit dann sicherlich schon wissen später. Hier haben wir noch eine Hornfruit. Aber her damit. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Schriftrolle, und zwar eine Schriftrolle des... Ja, okay, hier steht es, also... Habe ich ja, glaube ich, irgendwo stand es nochmal woanders. Okay, Scroll of Fireburst haben wir mittlerweile schon rausgefunden. Das heißt also, entweder man wartet die Schrift noch ab, was bei den einzelnen Spells, also wo hier wirklich nur einzelne, wenn natürlich irgendwann so ein Zauber ist hier, dann ist natürlich klar, dass man so ein bisschen die Bruchrolle bräuchte. Aber man kann halt entweder die Zauberspruchrollen suchen oder halt selber ein bisschen rumexperimentieren. Gut. Und hier steht auch, was es macht... Zu allen Gegnern direkt vor uns macht es ein bisschen Schaden. Heißt also nicht auf Range oder so gesehen, sondern wirklich direkt vor uns. Was haben wir hier? Der Kristall des Lebens. Berühren, um Wunden zu heilen und tote Champions wieder zurück zum Leben zu bringen. Oder, und Vorsicht, seine Power braucht etwas, es braucht etwas Zeit, seine Power zu rechargen oder wieder aufzuladen. Deswegen werde ich den erstmal nicht nutzen, denke ich mal. Den brauchen wir jetzt noch nicht, das speichern wir erstmal dann so, wenn ich jetzt gleich nochmal F5 drücke. Ich werde jetzt schon die Krise kriegen, weil das asynchron wird, aber schauen wir mal. Ich hoffe es mal nicht. Okay, hier haben wir noch ein Rätsel. Das heißt also, wir können jetzt entscheiden, entweder bei dem anderen Zeige, ich gehe erstmal bei der Schildkröte lang, oder bei den Schildkröten. Und ja, also so zieht sich das ganze Spiel. Ich muss echt sagen, das ist echt ein ziemlich gutes Game. Also ich liebe es. So, hier haben wir noch einen Stein, komm. Batsch. Das Vieh ist aber echt zäh. Okay, er hat uns jetzt... angegriffen, oder? Ne, doch noch nicht ganz getroffen. Geh weg! Eigentlich will ich erstmal die anderen killen, aber gut.
Er will aber nicht sterben, oder? Mistviech. Geht doch. Haben die einen Charge-Angriff? Aber ich sehe nicht, dass ich Schaden bekomme. Deswegen alles noch okay. Jetzt haben wir ein paar Turtle-Stacks bekommen. Und hier haben wir jetzt schon das erste Rätsel. Das kann ich mich leider noch dran erinnern. Durch die Videos, was ich mir angeschaut hatte. So, Iron Gold Key brauchen wir hier. Also einen goldenen Schlüssel. Sofern wir da aber einfach mal hier vorbeigehen, dann, ja, und das Tür noch nicht offen ist, dann werde ich da sowieso eine Notiz machen. Also, soll ich gleich eine Notiz machen. Willkommen zum ersten Ort deiner ersten Herausforderung. Wenn du bereit bist, stell dich in den Kreis und rufe die Wächter. Ja. Nee, ich bin aber noch nicht bereit. Noch nicht so wirklich. Ich suche hier die ganze Zeit nach Schaltern, aber ich sehe wirklich gar nichts. Ich glaube, so ein bisschen... An der Oberfläche ist es ein bisschen weniger mit Schaltern übersät, das Ding hier. Hier muss ich mich jetzt hinstellen und theoretisch die Wächter rufen. Es gibt später einen speziellen Gegenstand, der das tut. Aber dazu später halt mehr. So, ich kann doch irgendwie... Kann ich nicht N oder irgendwie so drücken oder M? Irgendwie irgendein Gegenstand, irgendein Dings gab es doch, glaube ich, so, dass man das schon einen Shortcut hat. Aber egal. Gold Key. Wobei, da, man sieht ja hier, ist eine Tür. Oder sieht man eigentlich... ob man da langkommen kann oder nicht. Gut, aber dann würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz zur Pause, Leute. Die 16 Minuten sind schon wieder erreicht. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit diesem Rätsel. Da bin ich ja gespannt, was das war. Ich habe davon echt keine Ahnung mehr. I don't know. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Legend of Grimrock 2. Ciao, Leute.